Ich bin's nochmal. Heute gibt es ein zweites Video, weil es so ein toller Tag heute und ich wollte euch nochmal zeigen, also wie schön es hier im Winter ist. Die Strände sind nämlich richtig leer. Und heute ist wieder einer dieser Tage, wo das Meer knallblau ist, der Himmel knallblau ist. Wir haben so ungefähr 17 Grad, ist nicht unbedingt T-Shirt-Wetter, aber es hat natürlich wirklich seine Vorteile. Im Winter ist natürlich lange nicht so voll, nicht so viele Touristen und man weiß, das Wetter in Deutschland ist schlecht. Oder meistens auf jeden Fall, und dann kann man das hier umso mehr genießen. Ich zeige euch nochmal den Sendero, über den ich schon mal gesprochen habe. Der ist am Wochenende wirklich schon ziemlich überlaufen, zumindest sonntags nachmittags. Aber so in der Woche, wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr, ist der so gut wie leer. Und ich versuche im so 3 bis 4 Mal in der Woche eine Stunde. Das ist meine Art von Sport, weil ich sonst nicht so sportlich bin, dass ich halt meine Bewegung bekomme. Und das ist einfach ja Luxus pur, jetzt in der Sonne zu gehen. Die Luft ist total frisch und klar. Warum ich mich noch mal gemeldet habe oder mich auch noch mal gemeldet habe, ist, ich habe eben was vergessen. Was ich damit sagen wollte mit den Fahrzeugen ist, dass es also Sinn macht, wenn man wirklich in Deutschland ein relativ altes Auto hat, dass man das vielleicht in Deutschland verkauft und sich hier ein neues Auto kauft. Da kann man also durchaus Geld sparen. Wahrscheinlich bekommt man das, was man von Deutschland aus mitnehmen möchte, sowieso nicht in ein Fahrzeug rein und muss dann irgendwie was mit einer Spedition verschicken. Und es gibt doch mittlerweile schon ganz viele Unternehmen, die regelmäßig zwischen Deutschland und Spanien hin und her fahren, wo man dann entweder eine Beiladung machen kann, die auch nicht so teuer ist, oder aber eben auch den kompletten Haushalt verschicken kann, was dann schon ein bisschen teurer werden kann. Aber wenn das Auto nicht gerade, wie gesagt, eins der neueren Generationen ist und schadstoffarm ist, auf jeden Fall entweder erkundigen erstmal, was das kosten würde, weil auf Dauer sollte man sein Auto hier schon, wenn man natürlich nur für ein paar Monate bleiben möchte oder erstmal gucken möchte, ist das eine andere Sache. Aber wenn man plant, fest hier zu leben, würde ich schon empfehlen, das Auto irgendwann umzumelden, spanisches Kennzeichen. Da geht es dann halt auch um die Versicherung, dass die Versicherung in Deutschland halt nicht so gerne die Fahrzeuge, also da gibt es eigentlich auch, die meisten Versicherungen machen kulanterweise eine Übergangsfrist. Und die Versicherungen sind eigentlich hier in Spanien günstiger. Also ich habe fürs gleiche Fahrzeug bezahle ich hier rund die Hälfte. Und die Steuern sind hier auch günstiger, also bedeutend günstiger. Benzin ist ungefähr gleich wie in Deutschland momentan. War mal vor 15 Jahren ein guter Unterschied, ja, von gut 20 Cent. Den gibt es leider nicht mehr, weil die spanische Regierung die Steuer auf Kraftstoffe sehr erhöht hat in der Krise, um an Geld zu kommen. Ich glaube, jetzt bin ich aber wirklich durch. Ich sag nochmal tschüss, bis bald.